Und weiter geht's mit Let's Play Way of Billions. So langsam geht's voran mit dem Städtchen. Und wir bräuchten mehr Nahrung, ich merke schon. Das hier kann ich eh nicht nehmen. So. So, neues Lagerhaus wäre auch eine schöne Idee. Und Soldaten werden weiter produziert. Wunderbar. So, jetzt haben wir doch mittlerweile eine halbwegs schöne Zahl Soldaten. Die könnten es wohl halbwegs halten. Aber ich würde mal nicht zu sehr auf Nummer sicher gehen. Das ist die nächste Störwelle. Genau deswegen. Ich hoffe, ich komme hier rechtzeitig mit den Soldaten. So, just dying. Cruel. Hab hier gut abgehalten. Da kommen sie, die Schlingel. Schlingel mit Kringel. Hier hinten könnte ich sogar Fischerhütten bauen. Also wenn ich hier tatsächlich, ich meine, ich könnte ja hier in den Zwischenräumen ganz gut, aber wenn ich hier, also hier ein Lagerhaus, hätte ich einige Farmen ganz gut geboostet. Wisst ihr was? Platzieren wir mal ein bisschen Energie um, weil hier kriegt man ja locker zwischenrein eine platziert. Du gehst mir erstmal tatsächlich weg, dann machen wir hier ein schönes Lagerhaus hin. Macht's einen Unterschied? Hier kriege ich noch eine Jägerhütte mehr. Gut, dann machen wir es so. Was die aber, glaube ich, kein. Ne, leider nicht mehr in die Zwischenräume was rein. Aber gut, gibt Schlimmeres. Dafür gibt es noch genug anderen Platz dafür. Der sich gut anbietet. So, Doppelkaserne ist eigentlich, glaube ich, genug. Ich würde nebenbei nämlich gerne hochtecken und vielleicht sogar die ersten Titanen bauen. Na, da, da, hat, da, hat. War da Party. Jetzt war ein Doppelkick, den ich nicht wollte. Das gibt's doch nicht! So, jetzt brauche ich einen Pausemodus. Schnauze voll. So, so langsam haben wir, glaube ich, für hier oben genug Soldaten. Würde mich zumindest wundern, wenn nicht. Die zwei holen wir noch mit dazu. Der Rest geht wieder in die Richtung unten. Fantastisch ist alles. Blue Commander. Blue. Ach du Heilige. Kommst du raus? Nicht wirklich. Oh, la, 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 la. Schieß doch mal auf die. Ja, jetzt wollen sie die Harpien. Okay, ich glaube, ich brauche noch ein paar mehr hier oben. Jetzt wollen sie die Harpien ja echt wissen. Ungul. Rettich and waiting. Rattich and waiting. Idee. Du auch? Ja komm, was soll's. Wir kriegen auch immer den Boost von Lagerhaus. Oh, haben wir's. Oh Gott, da kommt die nächste Störwelle. Understood.
Da kommen die alle angeflitzt, ey. Unglaublich. Nehmen wir mal das garstige Gasthaus. Na, ganz ehrlich. Klar, es verbraucht Holz. Aber 100 Arbeiter und 10% mehr Gold auf alles insgesamt. Auf nahezu alle Gebäude. Ganz alle kriege ich nicht. Eigentlich. So kriege ich jetzt alle. Im gesamten Bereich. Dann lassen wir es einfach hier. So, was ist hier unten? Bring it on. So, dann machen wir mal weiter voran. Oh Gott, Nahrung haben wir so schnell keine Probleme mehr. Mehr Kasernen. Wir müssen mal ein bisschen Kap der Stimme spammen. Noch mal machen etwa. Was es nicht so alles gibt, Kameraden. Da war eine kleine Lücke beim Kiten. Hätte schief gehen können. Hätte. Es ist Tag 26. Okay, ich muss mich mal langsam vorbereiten hier über ein bisschen. Hinter dem Eisen hätte ich gerne die Engstelle. Nach Möglichkeit. Hier, in etwa. Dort so zwei Schocktürme hin. Zusammen mit den Soldaten. Vielleicht zusammen mit Steintürmen. Dann ist eigentlich alles gut soweit. Hier finde ich auch, dass ich diese Engstelle vielleicht nehme. Was der nicht immer alles nehmen will. Da eine Harpien alles rumschlängelt, das ist Wahnsinn. Kommen die alle mit diesen Störwellen mit oder sind die hier alle fest? Ich glaube, die sind fest in der Karte. Es sind viel zu viele, als dass die mit den Störwellen mitkommen. Also klar sind hier sehr viele Harpien einfach so auf der Map, aber ich habe mir überlegt, ob auch mit den Störwellen welche mitkommen oder ob das nur die Dickerchen sind. Ich glaube, es sind erstmal nur die Dickerchen. Ich könnte hier eine 5er und hier eine 3er. Na gut, wenn wir dazu dann eben jetzt noch einen. Und Stein werden wir auch bald genug gebrauchen, so ist es nicht. Machen wir hier mal noch eine 6er. Dann könnten wir hier noch ein schönes Lagerhaus pflanzen. Klingt nach einem Plan. So, da wird es hier hinten noch. So, das ist diese Fischerhütte erwischt. Hier unten die Sachen und da drüben potenziell die Sachen. So in etwa. Kriegen wir hier drüben vielleicht noch potenziell die eine oder andere Fischerhütte mit. Okay. Gasthaus steht. Sehr schön. Das heißt nochmal mehr Knete.
Und bei mehr Knete gibt's eine Fete. Vor allem hier ein bisschen aufrüsten. Düdelü. Attention. Building completed. Tüdelü. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Ich merke gerade, dass ich das Holz ein bisschen ersetzen muss, was da weg ist. So, wir haben ein paar Sniper. Veteranen-Sniper sogar. Könnten... Holen wir uns mal. Könnte nützlich sein für den zusätzlichen Turm, den wir... Lieber auf Nummer sicher, mach so. Und das größte Problem ist, zwei verschiedene Engstellen. Ich weiß nicht, welche ich priorisieren soll. Energieprobleme, okay. Mal gucken, wie lange noch, denn ein Platz für Kraftwerke. Ja, an Windmühlen mangelt es hier echt nicht. Ein ganz schöner Fleck dafür. Können die Energieeffizienz von denen später auch noch richtig schön erhöhen. Soldaten mehr. Hallo. Macht mal weiter. Dann würde ich vielleicht diesen Platz erstmal lassen, wenn ich den jetzt mit Schocktürmen soweit gesichert habe. Und extra Türmen. Sollen erstmal reichen, vor allem wenn wir auf Stein aufwerten. Dann können wir die gesamte Streitkraft, die wir haben, auf die andere Seite ziehen. Weil das sollte man eigentlich defensiv halten können. Locker. Boah, wenn die nochmal eine Reichweite mehr haben, die Schocktürme, dann wird's so lustig. Bringt mir mehr Knete. Weißt du, von da rechts kommen keine Störtrupps. Also jetzt hier immer wieder diese Störangriffe. Aber... Also, ich habe ja mittlerweile nichts dagegen, Welle stehen zu lassen, aber die bringen ja wirklich überhaupt nichts. Das war so absolut provisorisch aufgestellt.
Osten, war klar. Aber kein Problem. Wir sollten jetzt genug Power haben. Wir sollten genug Soldaten haben. Defensive Formation. Verstärkung mit rüber. Im Notfall können wir uns hier noch ein Stück zurückziehen. Würde ich aber gerne vermeiden, nach Möglichkeit. Komm mal mit dazu, mein Freund. Schon wieder von da. Langsam glaube ich, da steckt ein größerer Plan dahinter. So, jetzt gibt es eine Mega-Schützenlinie. Hier würde ich aber trotzdem ein bisschen verteidigt halten. Hi. Zum Glück haben wir immer noch unsere Quotenrangerin. Kurz gucken, ob es überall anders noch Shinhaut. Ja, Shinhaut. Kaio Shinhaut. Oh la 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 la, festgestellt. Da, was steckt die fest hier? Was? Da los. Okay, ich glaube, ein oder zwei Soldaten haben wir verloren. Aber alles noch flauschig. Schmeidig. Oh, da haben wir sogar noch Reservesoldaten. Guck mal einer her. Boah, schreckt ihr mich, ey. Ich dachte jetzt sonst was passiert, aber. Ihr solltet aber mal weiterhin höchste Stufe priorisieren, dass wir Harpien weggeschossen kriegen, rechtzeitig. Und auch die Dickerchen. Sicher, ich bekomme das. Läuft doch wunderbar. So. Wir müssen mal weiter aufrüsten, was unser Gold angeht, unser potenzielles. Aber damit hätten wir soweit. Alles an Häusern. Dann würde ich jetzt tatsächlich noch zu Steinhäusern machen. Ist alles okay. Da die Argusten das von da kommen, können wir im Notfall noch hergehen und hier noch einen weiteren Turm machen. Neue Söldner sind angekommen, wenn ich richtig gehört habe. Anders gut. Viermal Veteranensoldaten. Wow.
Hier? Kann sein, dass hier Dead End ist, oder? Nicht ganz. Schade. Ich dachte fast, ich könnte jetzt komplett hier eine Linie verteidigen. Und da geht's auch schon zum Dorf. Von hier können die Zombies bestimmt kommen. Was ich nicht sehr cool finde. Any orders? All right. Commander? Come on. Just tell me what to do. Is everything okay? Any orders? Oh, 4 Reichweitenvorteil, das darf man nicht unterschätzen. Da können auch Soldaten weiterschießen. Die hier hinten sind so, als würden sie hier vorne stehen. Von der Reichweite. Passt also. Do you need me? Understood. Just tell me what to do. On your orders. Tell me. Stellen wir uns mal hier auf. Beziehungsweise in dem Moment, diese Störangriffe, die hier kommen, die kommen ja immer von den Häusern. Die kommen ja nicht von Karten rein. Ja, stimmt. Diese Störangriffe, die hier immer wieder spawnen, haben überhaupt nichts damit zu tun. Wo die Gegner vom Kartenrand spawnen. Ich glaube, neben den Angriffen spawnen da gar keine Störangriffe. Die kommen alle, glaube ich, von der Stadt. Christinige. Dies hat durchaus seine Sinnigkeit. Ich habe die Gießerei noch nicht gebaut. Oh nein. 3000 Gold. Bam. Gießerei-Power wird aktiviert. Bräuchten aber, glaube ich, immer noch das Ingenieurszentrum, ne? Nein, ist ja noch nicht genug zu tun. Weiter ziehen könnte man gar nicht, aber das reicht mir als Verteidigungslinie eigentlich, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Gut. Lass mal kurz hier ein bisschen was aufgestellt zum Verteidigen, nur um ganz auf Nummer sicher zu gehen. Machen weiter unsere Soldatenschlangen. So ein kleines bisschen noch Backup, ist gar nicht mal so schlecht, da zu haben. Und dann gucken wir mal weiter, denn wir bräuchten noch ein paar Steinhäuser. Steiner van Haus. Da böllern wir weiter fröhlich. Solange die Häuser jetzt nicht besetzt sind, haben wir sogar einen Nachteil. Merke ich gerade. Aber da kommt schon Chuchu-Chan. Und löst und regelt. Hier unten können wir übrigens auch noch massiv Energie holen. Okay, gehen wir mal ein bisschen weiter vorkommen. So langsam haben wir, glaube ich, genug Kräfte, um da ordentlich vorzustoßen. Na, komm mal. Ja, je weiter ich vorgehe, desto mehr finde ich richtig sexy Engstellen zum Verteidigen. Ja, wenn ich hier jetzt ein paar Schocktürme aufbaue, ich glaube, damit fühle ich mich sicher. Wenn wir nicht sowieso gut, sobald wir das hier ausgeräuchert haben, sollte ich mich so oder so sicher fühlen in dieser Ecke. Und ganz ehrlich, so langsam kommen wir doch auf einen ganz guten Nenner. Tja, guck mal an. Doch, es kommen Störzombies. Vom Rand der Map.
von der Mappus. Elf Öl nehmen wir doch mal mit. So, jetzt müssen wir noch extra das Ingenieurszentrum erforschen. Dort kriegen wir erst die Titanen raus. Mal ein Stück zurück. Das gefällt mir gerade nicht so wirklich. Das ist echt diese Engstelle hier vorne, Mark, aber ein bisschen schwieriger zu halten, weil da kommt er gerade in einem Strahl durch. Das ist durch und durch, durch. Zack, Ingenieurszentrum. Ich glaube, Ressourcen bekommen wir hier massiv. Massiv. Und ich würde sagen, bei der nächsten Folge schaffen wir die Mission dann hoffentlich. Ich meine, wir haben jetzt Zeit. Vernichten uns alle in Schwärme setzen und vernichten alle davon. Okay, 72 Tage. Das sollte... Ja, wir haben jetzt etwa Halbzeit. Ein bisschen über Halbzeit. Weiter streuen lassen die Zombies. Wie still ist es hier auf einmal, weil alle Zombies hier beschäftigt sind zu kommen. Ha! Noobs. Okay, wunderbar. Ich meine, ich könnte zumindest schon mal die Türme machen, aber ich weiß noch nicht so ganz genau. Kann man von hier aus eigentlich schießen auf die Gegner? Gute Frage. Ich will überlegen, ob ich die Türme auch hier aufbaue. Alter, was brauchen wir denn dafür? Ein Luzifer. Ach komm, was soll's. Du gehst mir mal da oben lang und machst ein bisschen Sprüh-Sprüh. Okay, aber ich würde mal sagen, das reicht fürs Erste wieder. Komm, warte mal auf die Häuser unten noch. Jetzt haben wir die nächsten Häuser. Wunderbar. Dann müssen wir noch die Verteidigungslinien übrigens ziehen, aber wir haben noch ein paar Tage Zeit sowieso, aber bis dahin möchte ich dann, bis jetzt die nächste große Welle kommt, möchte ich hier unten meine zwei Schocktürme, paar Türme, das gleiche hier. Frage ist, wo ich hier die Linie ziehe, vielleicht einfach da so in etwa. Da ein Schockturm, dann ein zweiter Schockturm. Das sollte eigentlich reichen. Alles klar, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder.